Tolkien in 5 Minuten. Dieses Mal 3 Irrtümer über Tolkien. Über J.R.R. Tolkien gibt es jede Menge Informationen im Internet zu finden. Aber nicht alles, was dort steht, stimmt auch oder ist eindeutig belegt. In unserer Reihe 3 Irrtümer über Tolkien, die wir in der 2. Staffel weiterführen möchten, klären wir daher über falsche Annahmen über Tolkien auf. Irrtum Nummer 7. Tolkien hegte eine tiefe Abneigung gegenüber Frankreich. Ich esse gerne gute, einfache Sachen, nichts aus dem Kühlschrank und verabscheue die französische Küche. Tatsächlich mochte Tolkien weder französisches Essen noch die französische Sprache. Über das Land an sich hat er sich aber nie negativ geäußert. Trotzdem schreibt sein Biograf Humphrey Carpenter deutlich zu überspitzt: Schon lange vor dieser Reise hatte Tolkien eine Abneigung gegen Frankreich und die Franzosen gefasst. Und was er nun sah, heilte ihn nicht von seiner Gallophobie. Diese Reise unternahm Tolkien 1913 als Mentor für 2 mexikanische Jungen, die ihre Tanten in Paris besuchten. Eine der beiden Tanten wurde vor Tolkiens Augen von einem Auto erfasst und erlag wenig später ihren Verletzungen. 1916 diente Tolkien dann im Ersten Weltkrieg als Soldat in Frankreich, unter anderem in der Schlacht an der Somme. Kein Wunder also, wenn er nicht die besten Erinnerungen an Frankreich hatte. Dennoch äußerte er 1945 in einem Brief an seinen Sohn Christopher den Wunsch, die Kriegsschauplätze noch einmal zu besuchen. Ich sehe jetzt vor meinem inneren Auge deutlich die alten Schützengräben, die schäbigen Häuser und die langen Straßen von Artois. Und ich würde sie gerne noch einmal besuchen, wenn ich könnte. Gallophobie war das sicher nicht. Irrtum Nummer 8. Tolkien war ein eigenbrötlicher Stubenhocker. Das Vorurteil, Schriftsteller würden den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, niemals vor die Tür gehen und den Kontakt zu anderen Menschen meiden, scheint sich immer noch zu halten. Tolkien und vermutlich die meisten seiner Kollegen war nichts dergleichen. In seiner Jugend war Tolkien begeisterter Rugbyspieler und er hatte immer viele Freunde und Bekannte. Einer bemerkte einmal, dass Tolkien den Einladungskarten in seinem Zimmer im Exeter College in Oxford nach zu urteilen, jedem Studentenclub des Colleges beigetreten sein müsse. Auch in seiner Zeit als Professor war Tolkien gerne unter Leuten und in Gesellschaften unterwegs. Die bekannteste davon sind die Inklings, die sich regelmäßig im Pub Eagle and Child trafen und vermutlich der Grund dafür waren, dass der Herr der Ringe je vollendet wurde. An der frischen Luft war Tolkien immer gerne. Nicht nur zum Sport, sondern auch beim Spazierengehen, Wandern und der Gartenarbeit. Viele kennen Tolkien nur als alten, etwas untersetzten Herrn mit Weste und Pfeife, der prototypische Hobbit eben. Aus dieser Zeit stammen auch mit Abstand die meisten Fotos von Tolkien. Denn es war die Zeit, in der seine Werke zu Weltbestsellern wurden. Fotos aus den Jahren vor seiner Pensionierung zeigen Tolkien hingegen schlank und rank. 1967 schrieb Tolkien in einem Brief an das Journalistenpaar Charlotte und Dennis Plymer: Ich bin tatsächlich nicht groß und auch nicht kräftig gebaut. Ich messe jetzt 5 Fuß, 8,5, 1,74 Meter und bin sehr leicht gebaut, mit auffällig kleinen Händen. Die meiste Zeit meines Lebens war ich sehr dünn und untergewichtig. Dass Tolkien im Alter anscheinend mehr Zeit zum Essen hatte, wollen wir ihm von Herzen gönnen. Irrtum Nummer 9. Tolkien hatte Angst vor Spinnen. Das Gerücht, Tolkien sei Arachnophobiker gewesen, habe also panische Angst vor Spinnen gehabt, ist so weit verbreitet, dass sogar eingefleischte Tolkien-Fans es manchmal weitertragen. Tolkien hingegen sah das anders. 1955 schrieb er in einem Brief an den befreundeten Autor W.H. Auden: Und wenn das etwas damit zu tun hat, dass ich als kleines Kind mal von einer Tarantel gestochen wurde, dann kann sich das meinetwegen jeder so erklären. Später im Brief schreibt er: Ich kann nur sagen, dass ich nichts davon behalten habe und es gar nicht wüsste, wenn man es mir nicht erzählt hätte. Ich habe auch keine besondere Abneigung gegen Spinnen und keinen Drang, sie zu töten. Wenn ich eine im Bad finde, rette ich sie meistens. Besonders gern schien er die Tiere aber dennoch nicht gehabt zu haben. 1961 sagte Tolkien in einem Interview: Ich mag keine Spinnen. Es ist keine krankhafte Angst. Aber ich habe lieber nichts mit ihnen zu tun. Wir können also sicher nicht von einer ausgeprägten Panik sprechen. Wer hingegen Angst vor Spinnen hatte, war Tolkiens Sohn Michael. Ihm zuliebe baute Tolkien die riesigen Düsterwaldspinnen in den Hobbit ein.
Annika berichtete dieses Mal über 3 weitere Irrtümer über Tolkien. Redaktion Maria Zielenbach. Thema der nächsten Folge: ein unerwartetes Konzert. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.